Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mittlerweile ist es schon mega lange her, dass ein Video hier in meinem Zimmer kam. Das lag daran, dass ich mit vielen anderen Leuten wie Gerrit, Larissa, Michelle und Co. viele Videos draußen und auch in anderen Locations beziehungsweise gar nicht bei mir zu Hause gedreht habe. Und es lag daran auch, dass ich vor Monaten irgendwann mal mein PC kaputt hatte und so viel Rohmaterial hatte, was ich noch zu schneiden hatte, dementsprechend dann noch so viele vorproduzierte Videos hatte, die ich euch dann die letzten Wochen präsentiert habe. Und ich habe mal nachgeguckt, und zwar ist mein letztes Video von zu Hause vom 11.07.2016. Das ist jetzt genau 5 Monate und einen Tag her. Das ist mega krass. Ich habe euch vor ein paar Wochen ein paar Fragen, beziehungsweise habe ich euch so eine Hast du schon mal Frage gestellt. Und ihr musstet die beenden. Und diese Fragen, also einige davon, werde ich heute beantworten und natürlich auch ehrlich beantworten. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange rum, sondern fangen direkt an. Viel Spaß! Wie gesagt, ich werde die Fragen jetzt 100% real beantworten, also von daher, es bringt nichts, wenn ich hier rumlüge. Hast du schon mal geraucht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, für viele, die denken so, irgendwann hat man mal noch im Leben geraucht. Nein, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben geraucht. Also ich lebe ja jetzt 19 Jahre und ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Und ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht, weil ich bin kein Fan von Nikotin und also generell so den ganzen Tabak, Zigaretten, irgendwie sowas. Oder auch Shishan, finde ich, ist nicht mein Ding. Also für viele Leute, die es machen, meinetwegen könnt ihr es machen, aber ich mach's nicht. Vor allen Dingen, mir auf die Gesundheit wird es auch nicht gut anschlagen, weil so gut ist das für meine Lunge jetzt persönlich in meiner Situation auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, nein, ich habe noch nie geraucht und nein, ich werde auch nicht rauchen. Hast du schon mal Corncrafter geguckt? Ja, ich habe natürlich schon mal Corncrafter geguckt. Ich gucke Corncrafter sogar regelmäßig, weil Corncrafter ist einer meiner Lieblings-YouTuber mit den Lochis zusammen und vielen anderen auch. Aber Corncrafter, den gucke ich momentan sehr, sehr regelmäßig und er zählt auch mittlerweile zu meinen Lieblings-YouTubern. Das muss ich auf jeden Fall mal klarstellen. Hast du schon mal daran gedacht, mit YouTube aufzuhören? Ja, ganz am Anfang habe ich das mal gedacht. Das war so, also mein Kanal gibt es ja schon seit 2014, August 2014 rum. Und ich habe wirklich, ich glaube, so im Dezember 2014, Januar 2015 schon so den Gedanken gehabt, aufzuhören. Also ich habe nie daran gedacht, aufzuhören wegen Schule. Nie daran aufgehört wegen Mobbing, habe ich nie daran gedacht. Und ich habe auch nie daran gedacht, aufzuhören, weil mir nichts mehr eingefallen ist. Der bescheuertste Grund, bei dem ich gesagt habe, ich hätte fast aufgehört, war der. Ich habe nämlich zu Weihnachten 2014 diese Kamera, mit der ich schon seit Februar, März 2015 jetzt regelmäßig aufnehme. Und als ich diese Kamera bekommen habe, habe ich mich wirklich erstmal Monate und Wochen lang mit diesem Handbuch beschäftigt, weil ich nicht wusste, wie man eine Spiegelreflex einstellt. Das kann vielleicht kacke klingen, aber es hatte teilweise auch viel zu tun mit meiner Sehbehinderung, wodurch ich auch wirklich nicht wirklich gesehen habe, ob das Bild jetzt scharf war. Das kann ich heute teilweise noch nicht wirklich sagen. Also es tut mir irgendwie immer noch mega, mega leid, falls das Bild mal wirklich unscharf sein sollte oder es nicht schön aussehen sollte, was weiß ich, weil ich irgendwie wieder eine falsche Einstellung gemacht habe. Das liegt daran, dass es in meinen Augen richtig aussieht, aber in Wirklichkeit ein normal sehender Mensch das für richtig sieht. Also sprich, bei mir sieht es anders aus als bei anderen. Und mittlerweile kann ich es für meine Verhältnisse, denke ich, doch mal ganz gut. Hast du dich schon mal für etwas geschämt in der Öffentlichkeit? Zum Beispiel ein T-Shirt von den Lochis getragen zu haben? Nein! Ich habe mich wirklich, wenn wir jetzt das Beispiel Lochis nehmen, noch nie geschämt, Merch von den Lochis in der Öffentlichkeit zu tragen. Ich trage ihn sogar in der Schule. Ich trage ihn, wenn ich unterwegs bin. Ich trage ihn eigentlich immer, wenn ich Bock habe und wenn ich gerade in der Wäsche ist. Und die Lochiversum-Cap trage ich eigentlich viel mehr im Sommer. Aber nein, ich habe mich noch nie geschämt für Merch von den Lochis. Es gibt ja einige, die sagen so, ich würde nicht mit Lochi-Merch in der Öffentlichkeit rumlaufen. Das ist wirklich auch deren gutes Recht. Das können die meinetwegen selbst entscheiden, wie sie wollen. Aber ich schäme mich dafür. Und ich auch in der Schule, weil ich weiß, ich bin der einzige Lochinator auf meiner Schule. Und ich weiß, dass viele die Lochis halt bei mir runtermachen. Aber die wissen alle ganz genau, dass ich die Lochis mag und nicht auf die höre. Und deswegen trage ich meinen Lieblingsmerch immer weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es ja nicht anziehen, weil es vom YouTuber ist, sondern ob es mir gefällt, ist nämlich noch die andere Frage. Und deswegen ziehe ich Merch an. Es sind wie normale Klamotten für mich. Natürlich mit dem Hintergrundgedanken, dass ich natürlich ein Fan von Lochis, Corncrafter und Co. bin. Ich nehme jetzt auch mal Corncrafter als Beispiel, weil ich von dem auch Merch habe. Hast du schon mal Minecraft gespielt? Ja, ich habe schon mal Minecraft gespielt. Das klingt jetzt irgendwie urwitzig. Ist es nämlich auch, weil ich habe ja mal damals irgendwie gesagt, dass ich irgendwie voll der Zocker werden will und irgendwelche Let's Plays machen möchte. Oh Gott, ey. Auf jeden Fall, ich habe schon mal Minecraft gespielt. Ich habe es ausprobiert, weil ich wissen wollte, ob ich mit dieser Steuerung irgendwie zurechtkomme. Und mein Kumpel hat Minecraft auf dem PC und ich habe es dann damals irgendwie vor einem Jahr oder so mal bei dem gespielt. Und ich muss sagen, ich war da so grottenschlecht.
schlecht drin. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist, mich so weit nach unten zu verbuddeln, dass ich das Tageslicht nicht mehr gesehen habe. Beziehungsweise, es war so weit unten, dass ich mir gedacht habe, wie dumm muss man eigentlich sein? Ich habe wirklich nichts auf die Reihe bekommen bei diesem Spiel. Nichts. Und das ist also die Sache. Ich bewundere wirklich die Leute, die das spielen können. Ich meine, es ist jetzt auch kein großer Akt. Es liegt einfach nur an meiner Dummheit, dass ich es nicht kapiere. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich generell wenig Computerspiele spiele. Hast du schon mal die Lochis auf dem Konzert gesehen? Nein, auf deren eigenen Konzerten noch nicht, denn ich war noch nicht auf ihren eigenen Konzerten, sondern nur dreimal hintereinander in Folge auf den Video Days, also 3 Jahre hintereinander in Folge. Und ich werde die beiden am 7.01.2017 das erste Mal auf ihrem eigenen Konzert sehen, in Köln, VIP. Und ich freue mich da schon richtig, richtig krass drauf. Und für viele, die auch irgendwie vielleicht von euch Zuschauern da draußen, die auch nach Köln am 7.01. gehen, wir sehen uns. Denke ich mal, sprecht mich ruhig an, wenn ihr wollt. Oder beziehungsweise ich werde auch auf euch zukommen, weil ich habe mega, mega Bock, da irgendwie so eine kleine Aktion zu machen. Beziehungsweise irgendwie was. Also wenn ihr mal irgendein Mädchen mit einer Kamera rumlaufen sehen solltet und mit dieser Cap und mit dem Lochipulli, den ich jetzt gerade nicht anhabe, dann wisst ihr, bin ich das. Hast du schon mal einen Frosch getötet? Ich würde sagen, nein. Also zumindest ist kein echter Frosch. Und Chiara, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe deinen Frosch immer noch nicht getötet. Ich habe ihn nur gestreichelt. Und wenn ihr nicht wisst, welchen Frosch ich meine, guckt auf jeden Fall mal mein letztes Video an. Da seht ihr den Frosch, den wir meinen. Hast du schon mal Roman und Heike auf die Wange geküsst? Ich bin jetzt keiner dieser Fans, die das schon... Es gibt bestimmt irgendwelche Fans, die das schon mal gemacht haben. Das will ich jetzt nicht leugnen. Das habe ich auch schon irgendwie schon mal gehört, dass das irgendwie mal bei einer Autogrammstunde von Heike und Roman war, dass irgendwie ein Mädchen irgendwie was zu Heiko sagen wollte und dann heruntergegangen ist und weil sie ist das irgendwie flüstern wollte und angeblich und ihn dann auf die Wange geküsst hat. Aber so eine Person bin ich jetzt nicht, weil ich respektiere gewisse Grenzen bei Leuten, weil ich meine, die Leute würden auch solche Grenzen bei mir respektieren, weil ich will jetzt auch vielleicht nicht, dass mich jede Person, sage ich mal, irgendwie küsst oder so. Ist jetzt irgendwie nicht ein gutes Beispiel, aber ist logisch eigentlich so vom Sinn her. Das ist Heikos und Romans Sache, ob die das wollen oder nicht. Und die haben auch mal in Interviews, meine ich, gesagt, dass sie das nicht wollen. Und das kann man voll und ganz nachvollziehen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, irgendwas an dir zu verändern? So äußerlich nichts. Charaktermäßig vielleicht die Einstellung, dass ich nicht so schnell beleidigt sein sollte. Weil ich bin ziemlich schnell beleidigt, was manche Dinge angeht. Oder ziemlich schnell sauer. Beziehungsweise, was ich mir auch wirklich charaktermäßig nicht mehr aneignen sollte, wäre die Tatsache, nicht irgendwie mich immer so selbstkritisch zu sehen. Also sprich, wenn es jetzt irgendeine Aufgabe gibt und ich sage, ich kann das irgendwie nicht. Oder scheiße, das habe ich da verkackt oder so. Das sollte ich mir echt abgewöhnen. Jetzt auch für die Schule gesehen, weil diese ganzen Klausuren machen mich total wahnsinnig, auf gut Deutsch gesagt, aber ich glaube, das sind so Gründe oder beziehungsweise so Sachen, die ich mir abgewöhnen müsste. Hast du schon mal eine 6 geschrieben? Ja, aber nicht in einer Arbeit. Ich habe schon mal einen Test 6 geschrieben, aber das ist schon mega lange her. Aber in der Arbeit habe ich noch nie eine 6 geschrieben. Ich glaube, in der Arbeit die schlechteste Note, die ich geschrieben habe, eine 5. Hast du schon mal an Dr. Sommer geschrieben? Wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, das habe ich mal als ich... Boah, wie alt war ich da? Ich denke mal so 12, 13 rum. Habe ich bestimmt schon mal eine E-Mail an Dr. Sommer... Ich meine, ich habe eine E-Mail an Dr. Sommer geschrieben. Entweder geschrieben habe oder schreiben wollte. Und ich würde sagen... Das war's an für sich mit den Fragen. Ihr hattet noch ein paar mehr gestellt, aber sonst wird das Video auch viel zu lang. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben oder zeigt es mir mit einer positiven Bewertung unten in den Kommentaren. Hier oben kommt ihr dann zu meinem Kanal und könnt ihr dann abonnieren. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video und da unten kommt ihr zum Video der Woche. Alle Links findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann nächste Woche bei einem neuen Video auf diesem Kanal. Bis dann, bleibt dran, habt Spaß daran. Eure Melli, ciao und danke, dass ihr immer so treu seid. Tschüss!